Guten Abend, meine Damen und Herren, zur vierten Ausgabe der ORF-Sommergespräche aus einer verregneten Wachau. Und aus Wettergründen sind wir heute auch im Inneren der Flößerei. Zu Gast heute der Chef der österreichischen Sozialdemokraten, der Parteivorsitzende und Ex-Bundeskanzler Christian Kern. Schönen Abend. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Kern. Wir sind am Beginn unseres rund 50-minütigen Gespräches. Wir werden sehen, wohin dieses Gespräch uns führt. Wir hoffen auch, Aspekte abseits der üblichen Agenda mit Ihnen zu besprechen. Vielleicht gewähren Sie uns auch persönliche Einblicke. Aber am Ende auf jeden Fall wird eine Karikatur stehen. Karikaturen gehören auch zum politischen Diskurs. Und diese Karikatur wird auch heute wieder unser Karikaturist Markus Šiškovits liefern. Herr Kern, vor rund einem Jahr wurden Sie von den Wählern in die zweite Reihe verwiesen. Ihre Stimme im Konzert der internationalen Regierungschefs ist seitdem weitgehend verklungen. Wie ist das eigentlich, wenn man plötzlich nicht mehr von einer Merkel oder einem Macron angerufen wird? Naja, das ist, wenn man so will, gar nicht so sehr der Punkt, weil meine internationalen Kontakte, die pflege ich entsprechend. Ich habe heute früh zum Beispiel mit Tony Blair über den Brexit diskutiert. Auch zu Merkel und Macron gibt es eine Arbeitsbeziehung, das ist ganz klar. Die Veränderungen haben in anderer Form stattgefunden. Das ist logisch. Der Regierungschef hat eine andere Aufgabe als der Oppositionschef. Aber beide haben die Verpflichtung, für Österreich mit bestem Wissen und Gewissen zu arbeiten. Und das tun wir auch in der neuen Rolle als Oppositionspartei. Wie stellen Sie diese Veränderungen fest? Wie schaut Ihr politischer Alltag jetzt aus? Oder Ihr Verständnis des Politikerdaseins? Also ich denke, einer der wesentlichsten Veränderungen ist vielleicht durchaus auch im persönlichen Bereich angesiedelt. Du hast mehr Zeit, um, wenn man so will, über den Tag hinaus Überlegungen anzustellen. Und das ist das, was wir tun. Wir treffen uns intensiv, ich im Besonderen mit Wissenschaftlern, mit Philosophen, mit Künstlern, aber auch mit Menschen im ganzen Land. Das ist mir wichtig. Das ist auch das, was mir persönlich Freude macht, weil Politik, die nur im Regierungsviertel stattfindet, hinter verschlossenen Türen, ist selten eine, die den Nerv der Probleme im Land trifft. Das Wahlergebnis ist bekannt. Jetzt geht es darum, einen Gegenentwurf zu formulieren und das tun wir mit Leidenschaft. Was kann Kurz, was Kern nicht kann? Ja, er hat bei der Wahl besser abgeschnitten, das steht fest, hat eine bessere Wahlkampagne gemacht, aber die Politik besteht ja nicht nur aus Überschriften und aus tollen Kampagnen und schönen Logos, sondern aus dem, was dann tatsächlich im Leben der Menschen passiert. Und was ich jetzt feststelle, ist, dass diese Regierung sich das durchaus anders vorgestellt hat, als sie jetzt erleben. Sie erinnern sich vielleicht, wir sind vor einem Jahr hier gesessen im Fernsehstudio, also nicht in der schönen Wachau, sondern am Königlberg, und haben dort politische Diskussionen geführt. Und die Regierung sagt jetzt immer wieder, sie mache ja nur das, wofür sie gewählt worden sind. Aber damals hat ein Sebastian Kurz, ein Hans-Christian Strache, nicht gesagt, dass sie die 60-Stunden-Woche einführen wollen, ohne dass die Menschen mitbestimmen können, wie das gesteht. Sie haben nicht gesagt, dass sie die Programme für ältere Beschäftigungslose kürzen. Und es war auch nicht davon die Rede, dass im Gesundheitssystem massiv gekürzt wird. Das ist die Herausforderung. Ich wollte nur wissen, vor einem Jahr haben Sie im Standard kurz vor der Wahl gesagt, auf die Frage, ob Ihr Wahlkampf zu kompliziert war, die Botschaften zu kompliziert, haben Sie gesagt, ja, vielleicht schon. Hat sich das geändert? Haben Sie einfachere Botschaften heute? Nein, ich denke, die Herausforderungen sind nicht schwarz-weiß. Und jeder, der das die Menschen glauben lassen will, ist wahrscheinlich ein Scharlatan. Und was wir getan haben, ist, dass wir gesagt haben, wir nützen die Zeit jetzt, ein neues Programm zu formulieren und uns zu fragen, was die Herausforderungen unserer Zeit sind. Und das sind nicht einzelne Themen, sondern das ist ein Komplex, wenn man so will. Wie verändert sich die Arbeit? Die Technologie verändert sich, Roboterisierung. Was müssen wir tun, um ein starkes Europa darzustellen, um die Herausforderung Trump zu begegnen? Das war vor einem Jahr auch so nicht sichtbar, dass wir einen Präsidenten haben, der bewusst gegen Europa agiert. Wir haben auch das Phänomen Klimawandel nach dem Sommer ganz massiv zu spüren bekommen in den Auswirkungen. Und wir haben die Migrationsfrage. Ja, wir gehen die Sachthemen schon noch durch. Aber Sie haben auch beklagt den Sprachstil der Regierung mehrmals. Und dann haben Sie in diesem Jahr 2018 einmal gesagt, über diese Regierung, über die Spitzen der Regierung, zwei Psoffene, die sich gegenseitig abstützen. Und über die ÖVP haben Sie gesagt, wir sind ja im Gegensatz zur ÖVP keine Führerpartei. Warum wählen Sie solche Worte? Ja, das ist ja eine Reaktion auf das Geschehen gewesen. Und Sie haben ja erlebt, wie sozusagen hier permanente Zuspitzung passiert, weil hier permanent Sündenböcke gesucht werden, permanent mit Ängsten gearbeitet wird. Und das führt im Land zu nichts Gutem, weil uns hat stark gemacht der Zusammenhalt, dass man am Ende
über die Parteigrenzen hinweg das Gespräch sucht und gemeinsam für die Zukunft Österreichs arbeitet, dass man die Sozialpartner einbindet, die Länder einbindet. Und das ist jetzt ein Stil, der abhanden gekommen ist, wo die Regierung als Parteien teilweise von einer Rhetorik Gebrauch machen, die wirklich verletzend, massiv zuspitzend ist. Aber die Psoffenen sind auch nicht gerade das Feinste. Psoffenen war jetzt nicht das präzise Wort, aber die Beschreibung ist gewesen, dass diese Regierung Schwierigkeiten hat und versucht, sich dann drüber zu reden. Und seien Sie mal nicht böse, die Politik ist kein Mädchenpensionat. Und gerade wenn man gehört werden will, muss man das eine oder andere pointierter ausdrücken. Und dazu stehe ich auch. Wir reden jetzt schon sehr viel über die Regierung. Ich versuche es noch einmal, das wollte ich mit meinen anfänglichen Fragen auch bewirken, dass Sie uns ein bisschen was von sich selbst erzählen. Also wie ist das? Sie werden mir jetzt natürlich nicht sagen, Ihnen macht die Oppositionsarbeit keinen Spaß. Davon gehe ich nicht aus. Aber wenn viele das Gefühl haben, Sie wachsen erst langsam rein und mit einem gewissen Widerwillen, verstehen Sie das, dass die Leute das so empfinden, dass Sie damit hadern? Nach wie vor? Nein, weil das ja auch nicht so ist. Und das würde ich absolut in Abrede stellen. Was wir zu tun haben, ist auf Basis des Wahlergebnisses, das ist bekannt, wir haben ein paar Stimmen dazugewonnen, jemand anderer hat mehr dazugewonnen, einen Gegenentwurf zu dieser Regierung zu bauen. Und das, was mich antreibt, ist, wenn ich mir anschaue, was heute in Österreich für eine Politik gemacht wird, dann glaube ich, dass es eine Kraft des sozialen Ausgleichs in der Bundesregierung dringender denn je braucht. Und dafür werben wir und daran werden wir auch die Regierung messen. Sie haben einmal gesagt, 95% sei Inszenierung am politischen, im Alltag. Sie haben sehr intensiv diese Inszenierung auch betrieben zuvor. Würden Sie jetzt rückblickend sagen, das war ein Fehler, dass ich die Öffentlichkeit so an meinem Privatleben teilhaben lasse? Das macht einen ja auch sehr angreifbar. Also offen gesagt, ich empfinde das anders als Sie. Also mein Privatleben, denke ich, ist nach wie vor etwas, was eben größtenteils auch privat geblieben ist. Aber die Leute interessieren, schon sehr die Leute interessieren sich natürlich für die Person, das ist klar, ist auch verständlich. Ja. Man muss ja auch wissen, was das für ein Charakter, der da an der Spitze steht. Aber die 95% waren ja eine Analyse und eine Kritik, dass man sozusagen an allen Ecken, egal welchen Stein man hochhebt, diese Inszenierung sieht, dass da ein riesen Marketingaufwand getrieben wird. Und am Ende werden Mäuslein geboren. Und das sieht man immer wieder. Und ich habe mich da dagegen gewehrt. Und es geht ja, die Inszenierung, wenn sie daherkommt, sozusagen leicht sichtbar mit einem schönen Gespräch hier in der Wachau, dann erkennt es ja jeder. Aber vielfach werden politische Themen diskutiert und durch die Manege gezerrt, wo ja gar niemand Interesse hat, daran Lösungen zu suchen. Das sehen wir zum Beispiel bei der Migrationspolitik ganz stark. Da gibt es ja in Wahrheit permanente Zuspitzung. Und es gibt ja viele, die sagen, diese Regierung hat ein einziges Thema, das schlachtet sie weidlich aus, aber wir warten jetzt alle langsam auf die Lösungen. Also diese Inszenierung auf Instagram und Twitter etc. wird auch so in dieser Intensität von Ihnen weiter betrieben? Ja, ich glaube, die ist sowieso sehr bescheiden. Also wir haben da einen vergleichsweise geringen Aufwand. Gibt es Leute, die meinen, könnte man mehr machen, aber das gehört heute zum Geschäft der Politik dazu. Herr Kern, wir haben auch, was Ihre Person betrifft, auf extra.at die Menschen gefragt, ob sie uns Filme einschicken und die schauen wir uns jetzt an. Er ist ein schwacher Kanzler gewesen und er ist schwach in der Opposition. Es gibt Genies, die heißen dann auch Sebastian. Kern ist für mich eine der Hoffnungen der österreichischen Politik, fast ein Wunderwutzi. Mir kommt vor, er hört ein bisschen zu viel auf Berater, die ihm, ich weiß nicht was, alles einflüstern und die Grabenkämpfe in der SPÖ. Ja, werden wir sehen, ob er sie gut übersteht. Der Christian Kern ist für mich jemand, der enorm an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Und jetzt in der Opposition kritisieren sie Dinge der Regierung, die sie selber hätten in Angriff nehmen können. Christian Kern ist für mich sympathisch und authentisch. Meiner Meinung hat er einiges geredet oder viel halt angepriesen und gemacht hat er nicht so viel, gell? Das, was die heutige Regierung, wenn die was sagt, dann macht sie Sage. Herr Kern, die Sozialpartnerschaft ist tot. Die Gewerkschaften haben es nicht auf die Reihe gebracht, den 12-Stunden-Tag abzuwenden. Es ist an der Zeit für den offenen Klassenkampf von unten. Es ist Zeit für den Klassenkampf von unten. Naja, also ich habe gerade ein Plädoyer für das Gemeinsame gehalten und ich verstehe sozusagen den jugendlichen Furor, weil die Veränderungen sind wirklich eine des Drüberfahrens.
Aber ich glaube, die Antwort auf das Drüberfahren kann ja nicht sein, dass man von der anderen Seite noch mehr Drüberfahren propagiert, sondern das muss ja so sein, das Gespräch zu suchen. Und das ist ja auch das, was ich mir erwarte, was wir auch anbieten, bei den vielen offenen Fragen da offener zu kommunizieren. Das habe ich auch als Bundeskanzler gemacht, die Leute eingeladen, die Opposition, die Sozialpartner, die Länder. Davon ist wenig geblieben. Aber Sie merken ja, was diesen Menschen... Er dürfte offensichtlich einer sein, der von der Ideologie her nicht ferne steht. Der will halt wieder jemanden, der kämpft, die Ausgebeuteten gegen die Ausbeuter. Mit solchen Begriffen können Sie nichts anfangen. Also Marx und Kampfarbeit gegen Kapitalismus, das ist alles vorbei. Na, also natürlich haben wir feiern jetzt 10 Jahre, feiern ist das falsche Wort. Wir erleben jetzt 10 Jahre den Zusammenbruch der Lehman Brothers, den Auslöser der Finanzkrise. Eben. Damals haben wir gesehen, was passiert, wenn da ein Wildwestkapitalismus ohne Grenzen, ohne Regeln agiert. Und die Menschen haben massiv darunter gelitten, teilweise bis heute. Arbeitslosigkeit, Einkommen. Das muss man beheben und damit muss man umgehen. Insofern stimmt das zu einem gewissen Teil. Aber das Problem bei der Geschichte ist ja, wenn ich Sündenböcke brauche, weil ich Ängste schüre, dann ist das ja sozusagen ein politisches Konzept, das ich deshalb nicht so mag, weil ich will nicht den Pessimismus und die Angst schüren, sondern die Möglichkeiten zeigen, die wir haben. Und die sind groß. Weil wir sind eines der erfolgreichsten Länder der Welt, eines der reichsten Länder der Welt bei allen Problemen. Und wir haben natürlich das in den letzten 10 Jahren, das war sozialdemokratischer Erfolg. Das ist aus meiner Sicht so. Das hat begonnen mit der Steuerreform, die ein Werner Faymann gemeinsam mit Mitterlehner verantwortet hat. Ist weiter in unsere Investitionsprogramme gegangen. Wir sind heute einer der Innovationsführer europaweit. Das ist nicht vom Himmel gefallen. Das haben wir, um auf die Frau Berner zurückzukommen, wahrscheinlich viel zu wenig inszeniert. Absolut. Aber das ist realiter passiert. Wir haben heute mehr Jobs denn je in Österreich. Wir haben ein Wirtschaftswachstum, das ist um Lichtjahre besser als das deutsche. Und das ist uns nicht in den Schoß gefallen. Das war konkrete, geplante Politik. Aber gleichzeitig, da muss ich jetzt nachhaken, gleichzeitig wissen wir haben die Entwicklung, dass Reiche immer reicher werden, Arme immer ärmer und vor allem, dass der Mittelstand wegbricht. Wir haben jetzt die Situation, dass es eine Generation gibt, der wird es auf jeden Fall nicht besser gehen als ihren Eltern. Und da trägt schon die Sozialdemokratie Mitverantwortung. Haben Sie nicht, es fehlt vielleicht ein bisschen, gerade bei den Themen Arbeit und soziale Gerechtigkeit, die große Erzählung der Sozialdemokratie? Na, das glaube ich ganz und gar nicht. Die ist absolut da und das ist genau unser großes Thema. Und das ist das, was uns ja auch unterscheidet. Weil viele Menschen in unserem Land sagen, die Parteien, die Politiker sind ja eh alle gleich, die wollen alles selber, schauen auf ihren eigenen Vorteil. Aber gerade jetzt sehen sie den ganz großen Unterschied. Und ich darf Ihnen das zum Beispiel bei dem Thema Gesundheitsreform sagen. Ich würde lieber bei der sozialen Gerechtigkeit bleiben. Na, das, also ich glaube, also da seien Sie mir nicht böse, aber der Zugang zum Gesundheitssystem ist natürlich eine eminente Frage der sozialen Gerechtigkeit, weil nur wenn ich ein dickes Konto habe, dass ich mir Zugang zur besten Medizin leisten kann, das ist eine ganz bedeutende soziale Frage. Und was wir heute sehen, ist eine Regierung, die sagt, wir brauchen Reformen. Gut, teile ich, bin ich auch der Meinung, wir müssen effizienter werden. Und dann sagt, wir sparen 500 Millionen ein, die Unternehmen weniger ins Gesundheitssystem zahlen müssen. So, das bedeutet, die Leistungen werden wieder weniger werden oder wie jemand anderer, die Arbeitnehmer werden es zahlen. Mein Punkt ist, ich sage auch ja, wir müssen effizienter werden, weil wir werden immer älter. Die Spitzenmedizin wird immer teurer. Wir haben einen erheblichen Ärztemangel, auf den wir zustoßen. Also sparen wir ein, werden wir effizienter, aber investieren wir weiter ins Gesundheitssystem und geben es nicht den Großbetrieben zurück, weil die machen gerade Rekordgewinne. Schauen Sie in die Zeitung an, jeden Tag wird eine Bilanz veröffentlicht. Die Dividenden sind im Vorjahr um 35% gestiegen für die Aktionäre. Die Einkommen um deutlich weniger. Jetzt muss ich Sie doch schön langsam unterbrechen. Ja. Ich lese Ihnen einfach einen Satz vor. Bei Gleitzeit sollen 12 Stunden tägliche Arbeitszeit möglich werden, jedoch nur, wenn als Ausgleich längere zusammenhängende Freizeitblöcke genommen werden können. Wissen Sie, wo das steht? Ja klar, das habe ich geschrieben, ja. Naja, jetzt bitte nicht eine allzu lange Erklärung, aber das klingt jetzt nicht so weit weg von dem, was die österreichische Bundesregierung in Kraft gesetzt, also jetzt seit Samstag. Das ist meilenweit weg, weil was da jetzt passiert, ist ein Drüberfahren über 3,5 Millionen Arbeitnehmer und eine
ein Gesetz, das beschlossen worden ist, das nur für eine Seite Vorteile hat. Freiwilligkeit gilt. Ja, aber Freiwilligkeit. Also, Herr Bürger, vielleicht ist das im ORF so. Nein, aber in einem normalen österreichischen Unternehmen ist das mit der Freiwilligkeit nicht weit her. Sie kennen die Argumentation. Aber das ist doch ein Unsinn, mit Verlaub. Das ist doch ein gravierender Unsinn. Und wir sehen ja jetzt doch schon die Einzelbeispiele, wo Leute zu uns kommen, zu Gewerkschaften und sagen, wie das abgeht. Der entscheidende Punkt ist, was da passiert, ist ein Drüberfahren. Weil in der Vergangenheit gab es auch schon flexible Regelungen. Zum Beispiel in der ÖBB, wo ich Chef gewesen bin. Aber da war es so, dass der Betriebsrat darauf geschaut hat, dass die Arbeitnehmer nicht unter die Räder kommen. Da gab es keine 60-Stunden-Woche, keine nach oben Öffnung der Arbeitszeiten. Und es war klar, dass die Arbeitnehmer ihre garantierte Freizeit bekommen haben. Und das haben sie gewusst, schon fast ein Jahr im Vorhinein, wann sie die kriegen. Und dass das auf Heller und Pfennig bezahlt wird, jede Überstunde. Jetzt sagt uns die Regierung, die Unternehmen sollen das entscheiden. Und du wirst sehen, und du kannst ja dann freiwillig mitmachen oder nicht. Und die Überstundenzuschläge, das wirst du schon bekommen und lässt Fragen ohne Ende offen, zum Beispiel bei der Gleitzeit. Und das passt nicht zusammen, weil ich habe ein anderes Bild. Ich bin der Meinung, wir haben uns gemeinsam anzustrengen und am Ende haben alle vom Erfolg was zu haben. Und das bedeutet aus meiner Sicht bei dieser Frage ganz klar, dass wir Menschen nicht nur, dass wir denen kein Preisschild verpassen, dass wir nicht sagen, okay, wir erhöhen den Druck noch einmal, die müssen funktionieren, die müssen liefern, wo die Leute schon gar nicht mehr wissen, wie sie ihr Privatleben unter den Hut bringen, wie sie ihre persönlichen Interessen unter den Hut bringen. In der Familie, wenn sie einen Pflegefall haben, kleine Kinder, das geht alles nicht zusammen. Aber jetzt hat an ihrer Stelle gesessen letzte Woche Vizekanzler Strache, der hat hervorgehoben, ihm und seiner Partei sei es gelungen, gerade diese Freiwilligkeit hineinzubringen in dieses Gesetz. Jetzt sagen sie, sie werden sich nicht dran halten, bestimmte Unternehmer. Aber davon kann man ausgehen, muss man aber nicht. Nein, aber wissen Sie, warum das ein Unsinn ist? Ich kenne das Arbeitsrecht sehr gut, weil ich war lang genug Chef in diversen Firmen. Und da ist es nun mal so, dass du jemanden aus unbestimmten Gründen kündigen kannst. So, wenn jemand jetzt die Arbeitsanordnung sagt, er kann nicht, weil seine Großmutter krank ist, er will sie pflegen, das mehrfach passiert, dann wird er ja nicht aus dem Grund gekündigt werden. Dann wird man einen anderen nennen oder gar keinen nennen. So, und dann kann der beim Arbeitsgericht einmal schauen, wir sind recht eingeklagt und da kann ich nur sagen, viel Spaß. Wir haben viele große Unternehmen, die wirklich ordentlich sind, mit starken Betriebsräten. Da habe ich keinen Zweifel, die werden das ordentlich handhaben. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber bei vielen kleineren, wo es keine Betriebsräte gibt, habe ich große Sorgen. Aber ganz generell, es gibt viele europäische Länder, wo die formalen Arbeitszeiten schon viel länger sind als in Österreich. Und Statistiken belegen, dass aber die Nettoarbeitszeit, also dass das nicht überspannt wird oder ausgeschlachtet wird. Wenn Sie jetzt so darauf pochen, skizzieren Sie da nicht ein Horrorszenario, dass es den Statistiken nach nicht gibt? Nein, das stimmt so ganz und gar nicht, weil schauen Sie sich doch diese Beispiele an. Schweden zum Beispiel ist so ein Beispiel, das Sie wahrscheinlich meinen. Die haben flexible Arbeitszeiten, aber die arbeiten deutlich weniger als die Österreicher. Das ist ja das Groteske. Die Österreicher gehören ja schon zu den fleißigsten in ganz Europa mit den höchsten Arbeitszeiten. Und wir haben ja Regelungen gehabt, die verhandelt worden sind. Dann schauen Sie sich die Metallindustrie an. Warum fahre ich da jetzt drüber? Warum zerstöre ich den Konsens? Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Und ich kann Ihnen was sagen. Ich bin selbst einmal Vorstandsmitglied der Industriellen Vereinigung gewesen. Und wenn mich dort jemand gefragt hätte, hätte ich dringend abgeraten, dieses Tischtuch zu zerschneiden. Weil wenn Sie sich anschauen, Länder, die nicht den sozialen Ausgleich haben, wie Italien, Frankreich und so weiter, das führt am Ende dazu, dass auch die Unternehmen und die Wirtschaft einen Preis zahlen. Weil was würden die Gewerkschaft jetzt tun bei den entsprechenden Lohnverhandlungen? Die würden sie auf die Hinterfüße stellen und sagen, okay, ihr habt uns nicht gehört, ihr habt einen Lösungsvorschlag gemacht, der ist schlecht für die Arbeitnehmer und jetzt holen wir uns das an anderer Stelle wieder zurück. Und wenn wir so anfangen, bewegen wir uns in eine Spirale der Eskalation. Ja, was ist denn Ihr Vorschlag? Gibt es einen Vorschlag, was Arbeitszeitverkürzung kommt relativ selten jetzt von Ihnen? Na, wir sind 4-Tage-Woche, 35-Stunden-Woche. Wir sind der Auffassung, dass die betriebliche Mitbestimmung erhalten bleiben muss. Wir sind der Auffassung, dass 60 Stunden deutlich zu viel sind. Und wir sind der Auffassung, dass es verpflichtend, wenn 12 Stunden angewandt werden, es eine 4-Tage-Woche geben muss, sodass die Arbeitnehmer wissen, sie können sich darauf verlassen, dass das so ist. Das Gesetz, wie bei der Post angedacht? Zum Beispiel, aber bei der ÖBB ist es zum Beispiel so, oder in den Krankenhäusern ist es so, dass da 12-Stunden-Dienste, 2 hintereinander und dann sind garantiert 2 oder 3 Tage Freizeit, die dann kommen und so reduziert man die Belastung und ich halte das für den richtigen Weg. Weil, wissen wir, was der Punkt ist, die Gewerkschaft, wir, die anderen Parteien im Parlament, wir hätten ja eh gern über alles das geredet.
wären ja bereit gewesen, da auch Dinge mitzutragen. Ich bin ja auch kein Fantast. Ich weiß ja, die Arbeitswelt ändert sich. Viele Menschen haben das Bedürfnis auf flexiblere Arbeitszeiten. Aber das ist keine flexible Arbeitszeit. Das ist ein Diktat und das ist unnötig. Das bringt uns nicht weiter. Sie haben in Ihrem Parteiprogramm das Recht auf Arbeit. Armin Wolf hat schon probiert, in der ZIP2 Sie dazu zu befragen. Ist nicht ganz gelungen, die Antwort zu verstehen. Zumindest mir nicht. Soll es ein Recht auf Arbeit geben? Wo kann ich das einklagen? Nein, ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir als oberste Priorität haben, Arbeit und Beschäftigung zu schaffen. Das ist für die Zukunft Österreichs entscheidend. Und zwar warum? Nicht nur, weil es um das Selbstwertgefühl der Arbeitnehmer geht und um Respekt, um Zukunftsperspektiven, sondern da geht es um eine volkswirtschaftlich wichtige Frage. Weil je mehr Beschäftigte wir haben, desto mehr Einnahmen haben wir. Mit denen können wir Pensionen, Pflege, unsere Bildung, Innovationen, Infrastruktur und so weiter finanzieren. Das heißt, das Wichtigste für uns ist, dafür zu sorgen, dass mehr Menschen in Arbeit kommen. Und da muss man was dafür tun, weil der Markt allein regelt das nicht. Und zu sagen, okay, wir reduzieren nur die Steuern, wie das jetzt die Regierung ÖVP vorschlägt, für die großen Unternehmen, für die Großunternehmen, und wir verbilligen die Arbeitskosten für die, das ist kein zukunftsträchtiger Weg. Ein bisschen was tun ist für Sie auch Keynesianismus, also öffentliche Investitionen, durchaus angekurbelt. Also wir haben, also ich darf nur den einen Punkt sagen, ich glaube, für uns ist entscheidend, dass wir besser werden. Weil wir wissen, wir stehen in Konkurrenz mit Asien, wir stehen auch in Konkurrenz mit anderen europäischen Ländern. In Rumänien zum Beispiel ist das Lohnniveau ein Viertel von Österreich. Wenn ich sage, okay, wir müssen jetzt mit denen in einem Wettbewerb, werden wir nie gewinnen. Wir müssen besser werden. Und für uns heißt das, wir brauchen große Projekte, in die wir investieren, zum Beispiel die Umstellung unserer Energieerzeugung auf komplett erneuerbar. Wir brauchen auch ganz konkret Programme für jene, die nicht im Arbeitsmarkt unterkommen, ältere Beschäftigungslose zum Beispiel, oder für die Jungen, die auszubilden, ganz konkrete Investitionen. Und das muss es uns wert sein, weil ich investiere lieber in Arbeit als in Arbeitslosigkeit, auch als Respekt vor den Menschen in Österreich. Herr Kern, ich möchte was aufgreifen, was eine Dame im Video gesagt hat. Man wird sehen, ob sie die Grabenkämpfe überstehen. Tatsächlich stellen sich in regelmäßigen Abständen Schwergewichte Ihrer Partei gegen Ihre Linie. Zuletzt hat man das beim Parteiprogramm gesehen. Am 7. August wurde dieses neue Parteiprogramm vom Präsidium und Vorstand abgesegnet, Hans? Dann am 9. August, Hans-Peter Toscozil warnt vor einer grün-linken Fundipolitik. Ja, nur einen Tag später sagt die oberösterreichische SPÖ-Vorsitzende Birgit Gersthofer, wir hatten gestern, als Herr Toscozil das gesagt hat, mit 37 Grad, ein bisschen anders als heute, mit 37 Grad den Höhepunkt der Hitzewelle, die paar Zwischenrufe aus dem Burgenland gehen im Neusiedlersee unter. Ja, und am 18. August, dann sind wir schon fertig mit dem Hin und Her. Sagen Sie über Ihren Vize Toscozil, seine Einschätzung war schlicht falsch und obskur. Irgendwie eine interessante Partei. Naja, also ich schätze Ihre Kurzfassung, aber da haben Sie dazwischen sehr, sehr viel Text einfach ausgenommen. Naja, dann wird die Sendung zu lange dauern. Aber vielleicht zum einen, was Toscozil gesagt hat, unterstreichen sowieso alle in der SPÖ, weil es will ja niemand eine grün-linke Fundipolitik betreiben, um Gottes Willen. Wir wären ja völlig blemblem, wenn wir als Partei, die derzeit bei 28% steht, eine Partei kopieren würden, die bei 3% steht. Also das würde ja beim besten Willen niemand verstehen. Aber warum sagt er das dann? Er hat drauf, das ist seine Meinung, die ich in dem Fall teile und die auch die Birgit Gersthofer teilen. Aber der springende Punkt ist, wir haben lange diskutiert, haben einen Prozess begonnen und gesagt, was sind die Herausforderungen der Zukunft? Und es gibt nicht nur eine Herausforderung, die Sie lösen müssen. Die Migration steht für uns im Mittelpunkt unserer Überlegungen auch. Aber das Thema Klimawandel ist schon ein entscheidendes. Weil wir erleben, dass sich diese Situation immer weiter zuspitzt. Wir haben 16 der 17 heißesten Sommer seit Aufzeichnungen im 21. Jahrhundert gehabt. Wir haben die Situation, dass wir mittlerweile mehr Hitzetote haben als Verkehrstote in Österreich. Wir haben Dürre, wir haben Trockenheit, wir haben Schädlinge. In den Flüssen sterben die Fische. Da kann man doch nicht mehr wegschauen. Weil also das ist eine Menschheitsfrage der ersten Grün Runde. Ins Rot hinein. Na, das ist, aus meiner Sicht ist das nicht Rot oder Grün, sondern grundvernünftig und Verantwortung. Und da geht es mir nicht darum, ob man damit die Wahlen gewinnen kann oder nicht, sondern das muss gemacht werden. Und wenn man es intelligent tut, ist es ein enormer Hebel für soziale Gerechtigkeit und auch für wirtschaftlichen Fortschritt. Weil wir sind denn die Leute, die bei 35 Grad im Schatten dann auf den Baustellen barabern müssen. Na, nicht die zur Elite in Österreich zählen. Und aus meiner Sicht, wenn man diese Programme anschaut, weil Sie Recht auf Arbeit gesagt haben, wenn wir in die Ökologisierung unserer Wirtschaftsstruktur investieren würden, im großen Stil, dann bin ich davon überzeugt, wir schaffen dort
Zehntausende zusätzliche Arbeitsplätze. Wir haben sogar vorgerechnet bis zu 40.000 und können Milliardeninvestitionen mobilisieren. Ich weiß nicht, ob Sie mal die österreichische Wirtschaft sich angesehen haben, haben Sie, pardon, ich kenne ja auch Ihre Bücher, so ist es nicht gemeint. Habe das aufmerksam gelesen, weiß, dass Sie da sehr kundig sind. Aber wir haben eine dreistellige Zahl an echten Weltchampions im Energie- und Umweltbereich. Und da sage ich, dann nützen wir das doch und verbinden das Notwendige mit dem, was aber uns wirtschaftlich stark macht. Aber verstehen es, glaube ich, viele Leute nicht, dass da wird ein Programm präsentiert und dann geht der Vize her und sagt, das ist zu links-grün, was weiß ich. Dann sagen Sie, der Mann ist ja, redet ja obskures Zeug. Geben Sie uns einen Einblick. Einfach. Jetzt hätte ich fast gesagt, jetzt sind wir unter uns, sind wir nicht. Wir schauen uns hoffentlich viele Leute zu. Aber wie ist das dann? Rufen Sie dann den Hans-Peter Doskozil an und sagen, du bist wahnsinnig geworden, jetzt haben wir das gestern präsentiert und heute sagst du sowas? Oder wie werden solche Konflikte ausgetragen in der Partei? Für uns ist schon entscheidend, dass wir uns den Zukunftsfragen zuwenden. Und da haben wir einen Prozess gewählt, der wirklich, glaube ich, ein beachtlicher war. Wir haben zehntausende Leute gehabt, die hier mitdiskutiert haben, haben da ein Programm gemacht, das auf die Herausforderungen eingeht. Und mir ist das entscheidend, das Inhaltliche zu besprechen. Weil wir brauchen wieder ein Zukunftskonzept. Wir brauchen eine Alternative zu den Ängsten. Wir müssen den Menschen einen Weg zeigen. Und unsere Welt wird nicht nur schlechter. Und darauf eine sozialdemokratische Antwort zu formulieren, ist das, was mich vorantreibt. Und im Sinne der Gerechtigkeit und dass jeder mitkommt. Und das ist das, was uns alle Sozialdemokraten miteinander verbindet. Aber Sie verstehen schon, dass man sich fragt, nach diesem Schlagabtausch, den Hans Bürger und ich da skizziert haben, dass man nicht mehr weiß, wer führt eigentlich die SPÖ? Ist es die Achse Wien-Burgenland oder ist es doch der Christian Kern? Tja, ich habe Ihnen gesagt, wie es gelaufen ist. Ich habe einen Vorschlag gemacht, den wir breit diskutiert haben. Der ist von den Mitgliedern akzeptiert worden. Der wird am Parteitag beschlossen werden. Punktum. Apropos. Und das, was Sie vermuten, sozusagen, weißt du, Nationalismus liebt diese Schlüssellochperspektive. Was ist da hinter den verschlossenen Wänden? Ich glaube, also, das ist viele. Wir stellen Fragen für das. Ich bin jetzt zweieinhalb Jahre dabei. Sie haben gar keine Vorstellung, wie profan das ist, wie banal. Das ist nicht House of Cards, ein Thriller, sondern das ist viel konsequente Arbeit und am Ende des Tages einen Konsens finden. Und das haben wir gemacht. Und die Führungsfrage in der SPÖ, glauben Sie mir das, die ist sonnenklar. Mhm. Sie haben den Parteitag schon angesprochen und auch die Führungsfrage. Sie werden sich am Parteitag in einem Monat der Wiederwahl stellen. Es gibt jetzt bisher noch keinen Gegenkandidaten. Beim letzten Mal haben Sie 97% bekommen. Da war so richtig Aufbruchstimmung etc. Jetzt, um in der Fußballsprache zu sprechen, Sie sind ja Australianer, wie ich weiß, für einen, der im entscheidenden Spiel den Elfmeter verschossen hat. Gehen sich das 97% noch aus? Naja, unter uns gesagt, apropos unter uns, nein, das sind doch alles wilde Spekulationen. Und ehrlich gesagt, ich bin selbst einer, dem das ziemlich mäßig interessiert. Faktum ist, wir haben zulegen können. Es gab einen riesigen Abgesang auf die Große Koalition. Wir waren, denke ich, die einzige sozialdemokratische Partei in den letzten 18 Monaten, denen das gelungen ist. Und jetzt geht es darum, weiter zuzulegen. Wir müssen für mehr Verständnis werben. Und das, was ich mit dem Parteitag verbinde, ist eine klare Ansage, dass wir die Kraft sind, in Österreich für die soziale Gerechtigkeit zu sorgen, dass wir die sind, die darauf schauen, dass die Mittelschichten gut über die Runden kommen und dass wir die sind, die am Ende auch die neuen Herausforderungen verstehen. Das muss die SPÖ verstehen. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir stärker werden. Wenn wir glauben, dass wir uns in eine Trutzburg verkriechen können, na, dann wird es nicht funktionieren. Das ist auch klar. Aber eine Frage noch zu Ihrer Schmerzgrenze. Wo es liegt gibt die? Keine Schmerzgrenze. Sie sind gar 51% genügend. Nein, unter uns gesagt, ich tippe gerne Fußballspiele, aber ansonsten ist das nicht meine Art. Okay. Also wirklich, 51% sind auch genug, oder? Sie werden von mir, Herr Bürger, auf diese Frage. Ich beschäftige mich wahrlich mit anderen Dingen. Ich finde ganz spannend zum Beispiel Migration. Ja, wird man gerade kommen. Gern. Sie suchen es aus. Okay. Und Sie antworten. Sie führen das Gespräch. Ja, vor einigen Tagen hat Peter Kaiser gesagt, zum Thema Migration, die wichtigsten Punkte sind Kontrolle der Außengrenze, Aus für Dublin-Abkommen und Asylzentren außerhalb der EU. Also das könnte ich wirklich von der Bundesregierung auch so lesen, diese drei Schwerpunkte. Also ich denke, es gibt einen Unterschied und Gemeinsamkeiten. Und ich denke, es gibt in Österreich keine einzige politische Partei, die nicht der Auffassung ist, dass wir die Zuwanderung begrenzen müssen. Ich glaube, es ist auch völlig außer Streit, dass diejenigen, die zu uns gekommen sind und keinen positiven Asylbescheid bekommen, dass die das Land wieder verlassen müssen. Das ist klar.
Es ist aber auch gleichzeitig Konsens, dass für uns die Menschenrechtskonvention und die Menschenrechte absolut unverrückbar sind. Wir haben heute den 65. Jahrestag der Proklamation der Menschenrechte. Und ich bin auch der Auffassung, dass Europa eine Verantwortung hat, die über unsere Grenzen hinausgeht, weil ich es für unerträglich finde, wenn im Mittelmeer Menschen ertrinken, weil ich es für unerträglich finde, dass wir die kriminalisieren, die helfen wollen. Das ist auch eine Frage der Rechtsstaatlichkeit. Weil wenn jetzt der Regierungschef gemeinsam mit dem Herrn Salvini, einem Typen, der am Rande des Faschismus spaziert in Italien, der Menschen als Menschenfleisch bezeichnet, der für Deportationen in Italien plädiert, sagt, wir nehmen keine Schiffe mehr an, dann machen wir uns verantwortlich für das Sterben. Das heißt, wir brauchen nachhaltige Lösungen. Und das ist das, was der Peter Kaiser da auch vorgeschlagen hat und was dann am Parteitag auch beschlossen werden wird. Nämlich ein Konzept, das sagt, wir nehmen die Verantwortung wahr in unserem eigenen Interesse. Da gehört im Übrigen auch der Klimawandel dazu, um dafür zu sorgen, dass die Menschen dort Arbeit finden, gute Infrastruktur und dass wir mit dem Thema umgehen. Weil die Zahlen sind ja bestechend. Wir wissen, dass im vergangenen Jahr sind 25 Millionen Menschen vor Naturkatastrophen und Klimakatastrophen geflüchtet und 6 Millionen, wenn man so will, vor Gewalt und Verbrechen. Und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge, die ja in Wahrheit im Regelfall in ihrer Nachbarschaft bleiben, dort auch bleiben können, dass wir denen Perspektiven zeigen. Und da bin ich auch, das ist auch einer der Unterschiede zur Bundesregierung, der Meinung, da muss Europa auch investieren und eine europäische Lösung suchen. Weil dass wir sehen, dass die Welt der Hungerprogramme der UNO zum Beispiel unterdotiert sind. Ja, zum Beispiel in Charter Cities, ja, zum Beispiel in menschengerechte Bleiben. Weil wenn uns das gelingt, dann können wir auch alle anderen Probleme in der Folge lösen. Und da ist viel zu wenig passiert. Ich muss sagen, es ist auch eine massive Kritik, die ich an der Regierung habe. Wir haben erlebt, wie wichtig diese Frage ist. Wir haben jetzt die Ratspräsidentschaft. Und Österreich engagiert sich in der Frage nicht. Die Angela Merkel fährt nach Afrika und versucht, Rückführungsabkommen zu verhandeln und Kooperationsabkommen. Der Ratspräsident, unser Regierungschef, beklagt, wie problematisch das ist. Aber ich sehe keinerlei Handlungen, um hier eine Lösung herbeizuführen. Heute wird dieses neue Migrationspapier von der SPÖ finalisiert. Ist das richtig? Ja, wir werden das nächste Woche dann finalisieren. Und da sind diese Charter Cities beinhaltet. Das sind die Modelle, wie können wir eine Situation schaffen, dass die Menschen einen Anlass zu bleiben haben. Erklären wir es vielleicht kurz. Diese Charter Cities sind von Paul Romer, glaube ich, schon 2009, glaube ich, hat er das ins Treffen geführt. Und das Konzept ist ein bisschen so Sonderentwicklungszonen. Genau. Er hat gesagt, es wäre so, als würde Kanada Hongkong auf Kuba bauen. Das ist ein schöner Vergleich, ja. Das kommt von Romer. Stört Sie nicht ein bisschen auch dieser Touch des Neokolonialismus? Nein, ich glaube, da geht es ja um Unterstützung und ehrliche Hilfe. Aber erklären Sie uns dann mal, was Charter Cities. Also Sie wollen eine Stadt in einem bedeuten. Entwicklungs- oder Schwellenland bauen lassen. Das dann aber Sie sind bei den Details unter uns gesagt. Das ist ein Teil des Konzepts. Und der springende Punkt ist, Europa hat sich viel zu wenig in diesen Regionen bislang engagiert. Und das muss man lösen. Und die Charter Cities sind ein solcher Weg dort. Aber wir haben ja viel banalere Beispiele, wenn Sie zum Beispiel die Kooperation mit der Türkei anschauen. Wenn Sie Flüchtlingslager wie Sardari, das der Herr Kleinschmidt geleitet hat, anschauen. Da ist es gelungen, dass die Menschen dort bleiben können, dass sie Arbeit finden, ihre Kinder Schulen finden, dass sie ernährt werden und sich dann selbst auch auf eigenen Beinen halten können. Und ob das in Charter Cities passiert oder in anderen Formen, das ist zweierlei. Aber mir geht es darum, dass wir die Verantwortung wahrnehmen und dass wir genau das Gegenteil machen von dem, was Kolonialismus ist, sondern denen eine Chance geben, den Menschen dort, dass sie dort bleiben können. Darum geht es bei dem Konzept. Aber da würde ich Sie bitten, eben mehr im Detail uns zu erklären, was wir werden das Wir werden das im September vorstellen, ja. Okay. Ich habe Ihnen gesagt, das wird nächste Woche sein. Ich darf Sie um etwas Geduld noch bitten. Ein Interview hat für Riesenaufregung gesorgt und Sie haben auch jetzt schon wieder die österreichische Regierung sehr stark kritisiert. Sie wissen, welches Interview Sie sagen, wenn sich ehemalige Konservative mit Rechtsextremisten verbünden, dann kommt etwas ins Rutschen. Jeden Tag geht die Regierung mit dem Vorschlaghammer an unsere demokratischen Institutionen heran. Wir kennen das aus der Geschichte, müssen das stoppen. Meinen Sie, das Vierte Reich damit, dass da droht? Der Punkt ist doch jener. Wir haben unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat nach den Erkenntnissen von zwei blutigen Kriegen gebaut. Und die Erkenntnis, die wir gezogen haben, ist, dass wir wissen, das ist eine Pflanze, die muss beschützt werden. Wir feiern jetzt 100 Jahre Republik in Österreich. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben solche Phasen in unserer Geschichte gehabt.
Und um den Schriftsteller Köhlmeier zu zitieren, das Problem ist, das Böse, das Unglück, kommt selten mit einem Schlag ins Leben der Menschen, sondern es nähert sich erst auf leisen Sohlen und dann mit kleinen Schritten. Und ich denke, dass es für uns entscheidend ist, hier zu sagen, so weit, aber keinen Millimeter weiter. Weil was wir derzeit erleben, ist, dass jeden Tag die Empörungsschwelle ein Stück weiter verschoben wird. Aber zur Verdeutlichung, wovor warnen Sie genau? Dass so etwas wie damals wieder passiert? Und wenn Sie das meinen, ist das schon ein starkes Stück. Und Sie machen das im Ausland, in einer ausländischen Zeitung, was für noch mehr Wirbel gesorgt hat in Österreich. Aber was meinen Sie genau? Diese Regierung steuert zu auf... auf etwas, was schon war? Meinen Sie das wirklich? Nein, ich sage, diese Regierung nimmt Demokratie und Rechtsstaat nicht so gebührend ernst, wie das notwendig ist. Diese Regierung besteht selbstverständlich nicht aus Nazis. Das ist ja absurd und lächerlich, das zu behaupten. Aber der springende Punkt ist, wir haben das in Chemnitz gesehen. Wenn an dieser Spirale gedreht wird, es kommt irgendwann der Punkt, wo man es nicht stoppen kann. Das ist wie bei Goethes Zauberlehrling. Und das ist meine Sorge. Aber tut das diese Regierung aus Ihrer Sicht? Wenn man permanent die Gesellschaft spaltet, Sündenböcke sucht, Schuldige sucht, egal ob das die Ausländer sind, die Beamten bei der Sozialversicherung oder politisch Andersdenkende, oder denken Sie an die Pressefreiheit. Jeden Tag wird hier verbreitet durch FPÖ und andere Kanäle, dass hier gelogen wird, die Leute hinters Licht geführt werden. Aber was ist die Presse? Ich meine, ein Korrektiv dafür, das kontrolliert Regierung, Opposition, Politik kontrolliert, das brauchen wir. Wenn Künstler sich kritisch zu Wort melden, wenn sie mit einem Shitstorm in Social Media, wie der Herr Ambros oder der Herr Fendrich, eingedeckt. Und wenn Sie sich anschauen, die Entwicklung beim BVD, dann habe ich wirklich Sorge um unseren Rechtsstaat. Das ist ein Anschlag auf unseren Rechtsstaat, was dort passiert ist. Das ist eine Unterwanderung unseres Staats durch Elemente, gegen die der Verfassungsschutz in der Vergangenheit ermittelt hat, die aus rechtsextremen Kreisen kommen. Und mein Punkt ist, ich sage, lassen wir da nicht locker, passen wir darauf auf und schauen uns das ganz genau an, weil die Geschichte kommt schnell ins Rutschen. Also Chemnitz kann bei uns auch passieren, meinen Sie damit? Also ich denke, dass wir glücklicherweise da andere Voraussetzungen haben, aber ich denke, dass es schlecht ist, wenn man jeden Tag dieses Gift der Spaltung und der Hetze den Menschen einträufelt. Und wir wissen, was da auf Social Media abgeht, wie hemmungslos dagegen einzelne Personengruppen frontbezogen wird. Dann muss ich sagen, ja, da müssen wir aufpassen. Das ist mein voller Ernst. Die EU bekommt das Thema Migration nicht in den Griff. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das zeigte sich zuletzt auch beim Verteidigungs- und Außenministertreffen in Wien, wenn sogar die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagt, man brauche jetzt Klarheit, ist das ja ein Armutszeugnis. Schauen wir auf die EU-Wahl, Mai 2019. Ist der prophezeite Rechtsruck Ihrer Meinung nach überhaupt noch abzuwenden? Ja, aber jetzt muss Oder gehen wir das sehenden Auges diesem Rechtsruck, diesem Prophezeiten zu? Jetzt muss man aber zuerst sagen, wenn Mogherini meint, das ist ein Armutszeugnis, für wen? Und die EU-Kommission hat ja nur so viele Handlungsspielräume, wie ihnen die einzelnen Länder gewähren. Und wir haben in Österreich die Diskussion, dass wir uns darauf verstehen, dass wir sagen, die großen Fragen muss die EU lösen. Zum Beispiel Steuergerechtigkeit. Unerträglich, dass da manche Geld nach Panama verschieben, damit die Gemeinschaft schädigen. Das betrifft auch zum Beispiel die Frage der Migration. Wir wissen, diese Frage können wir nur lösen, wenn wir gemeinsam europäisch kooperieren. Das ist eines der ganz großen Themen. Aber unsere Regierung und die Salvinis, die Orbans, die Kaczynskis fürchten europäische Lösungen wie der Teufel das Weihwasser. Die sehen das ausschließlich innenpolitisch und ausschließlich im Sinne einer Inszenierung. Und deshalb sind die Regierungen der einzelnen Nationen in der Verantwortung. Und da muss man einfordern, dass es zu Lösungen kommt. Weil wir haben gelernt, auch in der Geschichte, für mich ist Europa das Bild, das Mitterrand und Kohl abgegeben haben in Verdun. Da waren diese beiden großen Männer, haben sich die Hand gereicht im Angesicht der Toten von zwei Weltkriegen. Sie haben gesagt, sowas darf nie wieder passieren. Nie wieder zurück zum Nationalismus, weil das endet am Ende im Krieg. Und dieses Verständnis löst sich auf in Europa. Und da gehört aus meiner Sicht dringend eine Politik gemacht, die das Gemeinsame wieder stärkt. Weil die Herausforderungen sind zu groß. Aber Herr Klein, eine ganz kurze Unterbrechung, auch im Anschluss zum Thema von vorher, Hand aufs linke Herz. Wenn es sich ausgegangen wäre, hätten Sie doch auch mit der Strache FPÖ eventuell koaliert. Nein, das ist einer der Unsinnigkeiten, die erzählt werden. Stimmt. Wir haben in meiner Zeit als Bundeskanzler, habe ich mit allen Oppositionsparteien regelmäßig geredet. Wir haben auch die Frage geklärt, ob wir eine Regierungsbildung mit allen Parteien, auch mit der FPÖ, letztendlich vornehmen können. Aber die Konsequenz dieser Überlegungen ist ganz klar gewesen. Eine sozialdemokratische Partei,
auf Bundesebene kann nicht mit der FPÖ koalieren, und in der Form, wie sie sich darstellt. Das hätte, und wenn Sie mit dem moralischen Impetus nicht glauben, dann kann ich Ihnen sagen, was da rational ist, weil sowas zerreißt eine fortschrittliche aber Partei. Aber warum ist Burgenland dann um so viel anders als Gesamtösterreich? Also ich bin kein großer Anhänger der Zusammenarbeit mit der FPÖ auch auf Landesebene. Wenn wir jetzt aber darüber diskutieren, was in Burgenland die Alternativen sind, ist es eine neuerliche schwarz-blaue Regierung auch dort. Und da muss ich sagen, dann ziehe ich im Zweifelsfall vor, dass das ein Land ist, das von einem sozialdemokratischen Landeshauptmann, der 42% der Stimmen gewonnen hat, geführt wird und der nicht in Opposition gegangen ist. Weil Sie sehen ja auch die Früchte dieser Arbeit, egal ob das Beschäftigung ist, Wirtschaft ist, Soziales ist, auch die Bildung, das ist von Sozialdemokraten Jahrzehnte geführt worden und weitergeführt worden. Wir kehren zurück nach Europa, möchte die Frage weiterführen von Nadja. Europawahlen kommen auch. Mhm. Wer wird der Spitzenkandidat? Randy Wagner? Na, wir werden das bis Anfang Dezember festlegen. Sind in der glücklichen Position, dass wir da sehr viel Expertise haben. Aber mir ist wichtiger, dass wir das inhaltlich erklären. Und es wird ein Europa werden, ein Europawahlkampf, der sich gegen diese illiberalen Elemente wehrt, gegen die Kaczynskis, die Orbans, die Salvinis, die in Wahrheit die Zerstörer Europas sind, gegen politische Strömungen in Österreich, die auch noch glauben, das sind ihre Partner oder demnächst ihre Hochzeitsgäste, wie das der Herr Strache formuliert hat. Und wir werden dafür sorgen, dass die Fragen der sozialen Gerechtigkeit dort nicht zu kurz kommen. Europa darf nicht nur im Interesse der Konzerne arbeiten, sondern es muss ein Europa der Menschen werden. Und nach dieser inhaltlichen Ausrichtung werden wir dann die Kandidatenfrage festlegen. Aber es gab zuletzt Berichte, Sie könnten einen EU-Wahlkampf anführen. Die sind genauso glaubwürdig wie die Diskussionen, wer führt die SPÖ und was sind die Streitereien in die SPÖ, totaler Mumpitz. Herr Kern, was den Rechtspopulisten in Europa auf jeden Fall passiert ist und auch weltweit, ist, dass sie diese latente, die Wut und den Neid nicht nach oben transferieren, auf die oberen 10.000, sondern nach unten. Und das beste globale Beispiel, glaube ich, ist Donald Trump, der jetzt allen Ernstes die Blue-Collar-Base repräsentiert, obwohl er in seinem goldenen Trump-Tower sitzt und bei uns auch über 150 Euro, ob man damit leben kann, darüber diskutiert wird. Welche Antworten muss die Sozialdemokratie darauf finden? Ich glaube, wir müssen wieder einen engagierten und leidenschaftlichen Dialog führen und klar machen, ich sage es Ihnen ganz konkret. Wirklich, bitte. Diese Anti-Ausländer-Stimmung, die da betrieben wird. Ja, da gibt es Probleme, die muss man lösen. Und ich habe vorhin versucht, bei der Migration zu sagen, wie wir uns das vorstellen. So, aber da wird ja ein Bild gezeichnet hinter einer Fassade gebaut, hinter der eine ganz andere Politik stattfindet. Bleiben Sie bei der Mindestsicherung. Da hat der Strache letzte Woche erklärt, na, das trifft ja nur quasi Zuwanderer. Das stimmt nicht. Der Vorschlag, den wir gemacht haben, trifft Zehntausende österreichische Kinder, Familien mit mehr Kindern zum Beispiel. Wir stehen dafür, dass da eine andere Politik gemacht wird, dass Beschäftigung im Mittelpunkt steht. Und wenn Sie es ganz konkret wissen wollen, wir sind nicht der Meinung, dass man Menschen bestrafen muss. Ich will, dass die Mindestlöhne auf ein entsprechendes Niveau gehoben wird. Zunächst einmal 1.500 Euro, dann 1.700 im zweiten Schritt, weil wir wollen, dass sich Arbeiten lohnt. Ich bin der Meinung zum Beispiel, dass Menschen, wenn sie arbeitslos werden am Ende ihres Lebens, über 50-Jährige, dass wir denen wieder eine Chance geben, dass sie reinkommen und nicht so wie die Regierung die Programme streicht und sagt, die Leute sind uns wurscht. Und ich bin auch der Meinung, dass wir bei den Jugendlichen in Ausbildung investieren. Die Regierung hat die überbetrieblichen Lehrwerkstätten zusammengestrichen. Ein großer Fehler. Wir müssen in unsere Jugend investieren, in die Facharbeiterausbildung investieren. Das ist das, was ich mir zum Beispiel ganz konkret erwarte und was den Unterschied in unserer Politik macht und jener der Regierung darstellt. Das heißt aber, die Arbeit bleibt zentrales Thema auch Ihrer Sozialdemokratie. Wenn man aber ein bisschen in die Zukunft schaut, Roboter nehmen Arbeit weg. Sie sind schon mehrmals befragt worden, auch zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und da sagen Sie auf der einen Seite, nein, derzeit nicht. Im Misik-Buch sagen Sie, das geht eigentlich gar nicht. Da gibt man den Leuten das Gefühl, sie sind überflüssig. Sagen aber kurz drauf, naja, anschauen sollte man sich's doch. Das ist ein bisschen typisch Kern. Ja? Also, das, na, wissen Sie ein bisschen was? So und ein bisschen so. Nein, das ist nicht ein bisschen so oder ein bisschen so, weil ehrlich gesagt,
Das ist ja alles, jeder, der glaubt, so eine Frage kann er mit dem Fingerschnippen lösen. Na, gar nicht. Dem geht es ja nicht gut. Schauen Sie sich an, was die anderen gemacht haben. Ja, aber sind Sie dafür für ein bedingungsloses, jetzt können Sie es ja sagen. Nein, wir sind schon wieder bei, wenn die Arbeit ausgeht. Wir sind schon wieder bei absoluten Details. Das Entscheidende ist, und seien Sie mir nicht böse, dass ich die Frage zuerst beantworte, diese riesige Veränderung, die wird eine irre Umverteilung bringen zwischen unten und oben, und zwar von unten nach oben. Da werden sehr wenige Aktionäre unglaublich profitieren und da werden alle anderen schauen müssen, dass sie nicht auf der Strecke bleiben. Und mein Interesse ist zu sagen, wir sind der Anwalt der Mittelschicht. Das heißt, wir müssen zunächst einmal investieren, dass wir an der Spitze dieser Entwicklung sind, dass wir die Stärksten in Europa sind und hier nicht unter die Räder kommen. Da reden wir über Bildung, da reden wir über Innovation, da reden wir über Infrastruktur. Alles das klassisch sozialdemokratische Themen, die wir ganz konsequent betrieben haben. Da können Ihnen die Statistiken aufzählen, was der Erfolg unseres Regierungshandelns gewesen ist. So, und wenn uns das gelungen ist, dann müssen wir schauen, dass wir diese Technologieentwicklung beherrschen und auch für den sozialen Ausgleich führen, wenn das eines Tages rapide Jobs kostet. Und meine Auffassung ist, zunächst einmal müssen wir die interessanten Jobs in Österreich haben, müssen wir die fördern, für Beschäftigung sorgen. Und wenn das nicht mehr sich ausgeht, dann musst du den Menschen eine Perspektive geben. Und das haben wir ganz konkret getan mit der Aktion 20.000 für die älteren Arbeitslosen. Das tun wir mit Ausbildung, das tun wir mit Investitionen. Das ist der Weg dorthin. Und dazwischen bin ich auch der Auffassung, muss man sich anschauen, was in anderen Ländern funktioniert. Die Finnen testen das, das habe ich nämlich gemeint, das war nicht ein Hin und Her, sondern die Finnen haben es getestet, die Kanadier haben es getestet. Diese Beispiele muss man sich anschauen und daraus lernen. Vielleicht ist es die bessere Antwort in 5 Jahren. Kein Mensch weiß, wie sich die Technologie weiterentwickeln wird. Weder Sie, noch ich, noch die klügsten Köpfe der Welt. Und deshalb schließt man sowas nicht aus. Aber jetzt ist das Rezept ein anderes. Digitalisierung, wie viel wird der Mensch in Zukunft arbeiten müssen? Wir werden sehen, aber ich gehe davon aus, dass wir natürlich eine Arbeitszeitverkürzung haben. Wann und in welchem Umfang wird man dann beurteilen müssen. Aber ich gehe davon aus, das wird der Weg sein. Und wir werden uns auch mit der Frage beschäftigen müssen, welche Art von Arbeit wir heute bezahlen. Weil wir sehen, dass in den Familien, in den Vereinen unglaublich viel passiert. Menschen da wirklich viel leisten. Und das haben wir heute, wenn man so will, von unserem Arbeitsbegriff nicht umfasst. Und auch über das werden wir reden müssen. Herr Kern, wir haben schon 47 Minuten, man glaubt, es kam gesprochen, und schauen jetzt an dieser Stelle zu unserem Karikaturisten, dem Herrn Šiškovits, der uns wieder mit einem Satz kurz erklären wird, warum er sich für diese Szene entschieden hat und nicht für eine andere. Genau, der Herr Bundeskanzler sagt hier, Ex-Bundeskanzler. Ist die SPÖ in der Opposition angekommen, fragt die Nadja. Die Fluchtzeichen, die er in der Gedankenblase hat, sieht man nicht. Er sagt nur ja. Gut. Ich hoffe, Sie hatten diese Fluchzeichen nicht in Ihrem Kopf bei meinen Fragen. Nein, ich hätte jetzt nämlich, Frau Bernhard, niemals. Ja, sehr gut. Ich hätte jetzt nämlich noch ein paar und hoffe, dass die jetzt auch keine Fluchzeichen bei Ihnen kreieren. Ein kurzer Word-Rap noch am Ende. Eine Frau an der Spitze der SPÖ halte ich für? Ja, plausibel und notwendig. Im Plan A, darum muss ich eine kurze Einleitung machen, heißt das Programm für Wohlstand, Sicherheit und gute Laune. Wann hatten denn Sie zuletzt gute Laune? Also ich finde, unser Gespräch war durchaus anregend. Nein, danke. Als Sozialdemokrat kann ich eine Rolex tragen, weil... Ich bin der Meinung, das kann man tun. Um Armut zu bekämpfen, muss man nicht zwingend selbst arm sein. Sebastian Kurz habe ich zu seinem Geburtstag vor einer Woche gewünscht. Das? Ich habe seinen Geburtstag leider verpasst, aber ich werde das nachholen und mich bei ihm einstehen. An den Boulevardmedien, schätze ich. Also Ihren wirtschaftlichen Erfolg mitunter, das muss man schon sagen. Das schätzen Sie? Ja, ich habe Respekt dafür, wenn das jemand gelingt. Ja. Das heißt ja nicht zwingend, dass ich alles teile, was dort veröffentlicht wird. Völker hört die Signale? Ja, auf zum letzten Gefecht, aber das wird der Sozialdemokratie noch lange, lange erspart bleiben. Danke noch einmal, Herr Kern, und Herr Bundeskanzler Sebastian Kurz ist dann unser nächster Gast. Der letzte in diesem Rahmen der ORF-Sommergespräche 2018, kommenden Montag, 21.05 Uhr, ORF 2. Danke fürs Zuschauen. Einen schönen Abend noch. Danke. Wiedersehen. Danke.
Auch Sie können an den Sommergesprächen teilnehmen. Schicken Sie uns ein Video mit Ihrer Meinung über einen der geladenen Spitzenpolitiker und werden Sie so Teil der Sendung. Alle Infos unter extra.urf.at.